Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Und zwar werden wir heute mal ein aktuelles Fire Fantasy aus dem Lidl gegen ein älteres Fire Fantasy aus dem Lidl antreten lassen. Wie gesagt, das wurde gekauft 2019 und das hier ist wahrscheinlich schon 5, 6, 7 Jahre alt. Und wir gucken mal, was sich geändert hat, ob das irgendwie schlechter geworden ist oder besser geworden ist. Wir legen jetzt mal los. Ja, einfach alles ausschütten. So, okay. Die Raketen machen wir natürlich zuletzt. Sollen wir mal mit den Vögeln anfangen? Hier, die sind in der Pappschachtel und früher lagen die einfach noch so einzeln da drin rum. Genau. Also Daniel, du hast das alte, ja? Genau, ich habe das alte. Genau. Hier ist das alte, hier ist das neue. Wir gucken mal. Tja, nahezu gleich, oder? Dann geht's weiter mit, wir machen mal die Frösche. So, die neuen sind rot und die alten sind noch grün, genau. Hier ist alt, da ist neu. 1, 2, 3. Alter, der neue war viel, viel besser. Der hat sich bis hinten rein katapultiert. Okay, nochmal. Boah, also ich fand die neuen besser bisher, oder? Genau, die Knallerbsen machen wir nicht. Oder diese Kreise. Genau, die Kreise. Die Kreise sind da überhaupt gibt's nicht. Gibt überhaupt die neuen sind die nicht. Lol, es gibt die. Hast du denn Brummer? Brummer hast du ja, nicht, oder? Du hast Brummer. Und hier? Brummer habe ich nicht. Hast du nicht, okay. Nee, nee. Verrückt, ja, okay. Also, das hat sich schon geändert. Früher gab es mal diese Pyro-Kreisel und jetzt gibt es nur noch dicke Brummer. Müssen wir trotzdem mal gegeneinander antreten lassen. Hier der Brummer aus dem neuen. Hier der alte. Also selbst wenn der Brummer sich gedreht hätte, finde ich diesen anderen Kreisel viel, viel schöner, muss ich sagen. Römisches Licht als nächstes. Hier ist das neue. So sieht das alte aus. Hier alt, hier neu. Und los. Ja. Auch kaum Unterschied, aber der Abschluss war beim neuen sogar ein bisschen besser. Domino Fontaine als nächstes. Genau. Ja. Auch kaum Unterschied. Am Anfang hatte die neue mehr Sterne, dafür weniger Crackling. Brenndauer auch fast gleich. Ja, hat sich auch nicht wirklich was geändert. Als nächstes jetzt die Junior Chico. Okay, die neue hat nur noch einen Pfeifton, dafür ein bisschen lauter. Brenndauer auch wieder fast gleich. Als nächstes jetzt die Quattro Fontäne. Die neue hat ziemlich lange Überzündungszeiten leider. Ja, Brenndauer gleich, aber die Überzündungszeiten waren bei der neuen leider ziemlich schlecht.
Also, hier sind es noch einzelne Böller bei dem Fire Fantasy, bei dem alten. Und bei dem neuen ist es eine Kette, eine Knallkette. Ja, weiß nicht, zieh mal zwei da raus und zünd die an. So, zwei Stück. Ja, waren jetzt die alten. Jetzt kommt die neue Kette einmal dran. Ja, also ich finde die Kette deutlich cooler. Das ist eine gute Sache. So, jetzt Pyrocracker. So, die alten oder älteren. Sehen auch schon ziemlich ranzig aus. Ja, sind sogar noch gestopft vorne. Hinten Tonerde. Ja. Ja, nicht besonders laut. Boah, überhaupt nicht laut. So, jetzt kommen die neuen. Boah, viel, viel lauter. Hey, gut. Jetzt kommen die Superböller 1, beziehungsweise hier bei dem alten heißen sie noch Superböller 1. Hier beim neuen heißen sie Donnerschläge. Ja, zwei Stück. Ja. Ja, ranzig. Gucken, was sie können. Boah, sehr gut. Und noch einen. Boah, ordentlich gut. So, jetzt kommen die neuen. Sehen ein bisschen ranziger aus. Ja, der ist auch einfach aus. Oh, nee. Wow. Alter. Fast gleich laut. Nahezu gleich. Und jetzt kommen wir zu den Raketen. Raketen jetzt. Wir legen los mit den beiden Kryptik-Raketen. Nee, Glittering-Raketen. Da die alte noch mit Schütteffekt ohne Zerleger. Jetzt neue Kryptik gegen alte Kryptik. Die neue auch mit Knall. Jetzt neu Color Burst gegen alt Color Burst. Welche war welche? Waren aber nahezu identisch, würde ich sagen. So, und jetzt noch die beiden Big Burst Raketen. Also die neuen fliegen länger oder fliegen höher. Grundsätzlich würde ich aber tatsächlich sagen, dass sich das Set noch mehr lohnt jetzt als bisher oder als früher, weil alle Zerlegerraketen sind. Also absolute Kaufempfehlung. I remember.